Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem First Look Video hier direkt aus dem Hotelzimmer in Indianapolis von der GenCon 2015. Es ist kaum zu glauben und was hier auf dem Tisch steht, ist auch kaum zu glauben, denn es ist Blood Rage von Cool Mini or Not, eines der meistgehyptesten Spiele dieser Messe. Nach ungefähr einer Stunde war es ausverkauft am ersten Tag. Dann hat ein Mitarbeiter von Cool Mini or Not aber irgendwo hinten unter einer Jacke, was weiß denn ich, noch ein paar Boxen gefunden. Und da gab es mittags plötzlich nochmal ein paar Blood Rage. Die waren dann natürlich auch gleich wieder weg. Auch dieses Exemplar, was hier steht, ist quasi nur ein Demo-Exemplar, was wir freundlicherweise von Cool Mini or Not für 12 Stunden ausleihen durften. Das muss nachher pünktlich zum Messebeginn um 10 Uhr wieder am Stand von Cool Mini or Not sein. Sonst wird hinter unseren Namen so Xe gemacht und dann kriegen wir nie wieder Demospiele ausgeliehen. Ja, man kennt ja die Schachtelgrößen von Cool Mini or Not. Das ist auch hier eine Zombie-Side-Schachtelgröße. Und wie wir es von Cool Mini or Not gewohnt sind, gibt es auch hier die wirklich jede Menge Miniaturen. Und so viel sei gesagt, wir loben die Miniaturen jedes Mal bei den Spielen, aber die sind wirklich fast nochmal einen Ticken wahnsinniger. Es gibt hier 4 so Wikinger-Clans. Einmal hier die Serpents, die Bärenkrieger, die blauen habe ich immer ausgesucht, das sind die Raven, der Raven Clan und dann gibt es noch den Wolf Clan, die roten habe ich ausgesucht. So ein Clan besteht immer hier aus einem coolen Anführer, so ein schickes Wikinger-Schiff und dann gibt es jeweils noch 4 Krieger von der einen Sorte und 4 Krieger von der anderen Sorte. Ja, diese 4 Wikinger-Stämme sind ja schon ziemlich cool, aber dann gibt es hier noch wesentlich coolere und größere Miniaturen. Monster sind natürlich auch noch dabei. 4 so Riesenbrocken, die sind wirklich unglaublich krass aus. Also dieser Typ hier mit dem Riesenhammer, muss man sich echt mal genauer angucken. Das sind wirklich wahnsinnig coole Miniaturen. Und dann, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, aber das hier sind im Prinzip, ja, sind jetzt natürlich keine Monster im eigentlichen Sinne, aber doch auch eben Kreaturen, das alles hier sozusagen neutrale Kreaturen, die man sich mit Hilfe von Karten dann im Spiel beschwören kann und die dann den eigenen Wikinger-Clan unterstützen. Ja, worum geht es in Blood Rage überhaupt? Ihr habt es vermutlich schon erkannt, es geht um Wikinger und ja, wie man das von Wikingern so kennt, die sind wirklich wahnsinnig scharf auf Keilereien und auf Prügeleien. Und nicht nur das, die sterben zum Teil sogar gerne, weil es gibt nichts Schöneres für den Wikinger, als jede Menge Glory einzusacken und dann einen heroischen Tod zu sterben. Das ist der Masterplan eines jeden Wikingers und so ist es auch hier. Wir werden 3 Zeitalter spielen. Klingt wahnsinnig lang, aber letztlich ist ein Zeitalter eine Runde. Also eigentlich spielen wir nur 3 lange Runden. Und nach diesen 3 Runden wird die Welt untergehen. Da gibt es jetzt auch nichts zu verhindern. Kein kooperatives Spiel, wo wir da irgendwas dagegen tun können. Wir wollen da gar nichts dagegen tun. Wir wollen mit lautem Getöse im Ragnarök untergehen. Und wir sind bis dahin hoffentlich der Wikinger-Clan, der einfach die meiste Glory eingesammelt hat und das sind im Prinzip die Siegpunkte, um dann einen heroischen Tod zu sterben und dann wird man noch in Äonen Lieder über uns singen. Im Kern ist Blood Rage eigentlich ein Area-Control-Spiel. Ja, hier sieht man mal den Spielplan von Blood Rage und im Kern ist das Spiel eigentlich ein Area-Control-Spiel. Wir sehen hier 9 Gebiete auf dem Spielplan, in der Mitte der Weltenbaum Yggdrasil, an den natürlich alle anderen Reiche angrenzen, die Wurzeln des Baumes, die ziehen sich ja da überall durch. Yggdrasil ist sozusagen das Zentrum des Spielplans und gleichzeitig auch ein bisschen besonderer Ort, eine besondere Region, weil es die einzige Region ist, in der es nicht diese eingezeichneten Dörferkreise gibt, sondern hier ist sozusagen Platz für beliebig viele Wikingerkrieger, während in diesen umliegenden Gebieten jeweils nur so viel Platz ist, wie hier eben Kreise sind. Also jede von diesen Kreisen, da passt eine meiner Figuren hin und wenn die alle voll sind, nehmen wir an, hier, der Herr hat auch noch 2 da reingestellt, dann kann da keiner mehr rein. Aber in der Mitte, bei Yggdrasil, da könnte ich theoretisch beliebig viele Figuren hinstellen. Da gibt es keine Kreise, das heißt eben nicht, dass da keine Figuren stehen dürfen, sondern da kann man mit beliebig Figuren hinreisen. So, dann sieht man hier in den Ländern auch solche Belohnungstokens, weil mein Ziel ist es eigentlich, in diese Länder reinzumarschieren mit meinen Wikingerkriegern, die dann zu erobern und wenn mir das gelingt, dann kriege ich hier diese Pillage-Token als Belohnung. Diese Pillage-Tokens erhöhen dann unterschiedliche Werte. Unsere Clans arbeiten mit 3 Hauptwerten, sag ich mal, Rage, Axes und Horns und das sind im Prinzip genau die Belohnungen, die es hier gibt. Hier kriegt man extra Rage, hier kriegt man eine extra Axe und hier kriegt man ein extra Horn. Hier kriegt man einfach 5
5 Glory. Wie gesagt, die Siegpunkte, um die es geht. Das hier ist nochmal ein bisschen was Spezielles, ist ein Doom-Token, weil, wie wir hier schon sehen, ich habe mal fürs 2-Spieler-Spiel aufgebaut. Ja, ein Teil der Welt ist schon kaputt gegangen. 3 Länder sind schon bei Spielbeginn überhaupt nicht mehr verfügbar. Die sind auch per Zufall gezogen, also auf der Rückseite steht quasi drauf, was für ein Land es ist. Aber es ist eben so, dass jetzt im Laufe des Spiels die Welt noch ein bisschen mehr kaputt geht, bevor sie dann am Ende des dritten Zeitalters komplett kaputt geht. Das bedeutet, am Ende jedes Zeitalters wird ein weiteres Land zerstört werden. Die Welt wird immer kleiner, wir müssen immer enger zusammenrücken, bis es dann halt am Ende zum großen Knall kommt. Und hier auf diesem Age-Track-Marker, wo man eben die 3 Zeitalter sieht, die wir spielen, da sieht man auch schon, welche Länder werden denn jetzt im Laufe des Spiels kaputt gehen. Also das ist keine Überraschung am Ende der Runde, sondern das kann man in seine Planung mit einziehen. Hier dieses Gimli, das ist das Land hier, sieht man ja. Und da weiß man eben, am Ende vom First Age wird dann das Land hier auch zerstört werden. Daran erinnert auch der Doom-Token. Also idiotensicher gemacht eigentlich, dass man da nicht verpasst, welches Land wird als nächstes untergehen. Am Ende vom 2., dann das nächste, am Ende vom 3., das nächste, dann gibt es die finale Abrechnung und Schluss. Eine Sache auf dem Spielplan, die ich noch nicht erwähnt habe, wir sehen hier sind noch so ein bisschen spezielle Regionen, Wasserregionen, Fjorde natürlich. Da kann natürlich kein Wikinger drauf rumlaufen, das ist Wasser, sondern dafür haben wir diese schönen Wikingerboote. Und die sind tatsächlich ziemlich stark, weil beide Länder, die an den Fjord angrenzen, ja, kooperieren sozusagen mit dem Wikingerschiff. Also das Wikingerschiff wirkt sich auf beide Regionen aus, an die es angrenzt. Ja, wie kommen wir jetzt zu dem ganzen Glory, den wir haben wollen? Indem wir halt natürlich unsere Aktionen in der Runde geschickt einsetzen und damit Glory sammeln. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, wie so eine Runde grob abläuft. Die fängt immer an hier mit der, ja, die Götter machen uns Geschenke-Phase, God's Gift Phase. Da kommt dann so ein Mini-Drafting-Mechanismus ins Spiel. Man zieht Karten, die anderen Mitspieler gleichzeitig auch, so ein bisschen Seven Wonders-mäßig. Ich suche mir jetzt eine von diesen Karten aus, die ich behalten möchte, gebe die anderen Karten nach links weiter. So geht das Ganze im Kreis, bis jeder Spieler 6 Karten hat, 6 Geschenke von den Göttern erhalten hat. Ja, es gibt 3 Kartenstapel für jedes Zeitalter, das wir spielen, einen unterschiedlichen, was ich auch schon ziemlich cool finde. Und in diesem Kartenstapel finden wir 3 verschiedene Arten von Karten, also 3 Kartenkategorien. Einmal in Rot die Battle Cards, die helfen uns, ja, wie der Name schon sagt, natürlich im Battle, im Kampf, beim Erobern von diesen Regionen. Außerdem gibt es hier Clan Upgrades. Wir können natürlich unseren Clan, hier sind 3 Slots, wie wir unseren Clan mit Upgrades verbessern können. Und dann gibt es noch Quest Cards. Auch wir können Quests erfüllen, die uns natürlich auch dabei helfen, hier Glory oder sonstige, die Clan Stats zu erhöhen oder andere Vorteile zu erlangen. Die meisten Sachen werden auch offen natürlich hingelegt. Also wenn ich jetzt mein Clan Upgrade mache, dann kriegt es jeder mit. Wenn ich aber so eine Quest platziere, dann ist die erstmal für mich geheim. Sonst würden die anderen da irgendwie, da heißt zum Beispiel, ich muss genau 4 Figuren in Valhalla haben. Über Valhalla haben wir noch nicht gesprochen. Es ist nämlich so, wenn einer der Wikinger stirbt, hier beim Kämpfen, beim Regionenerobern, beim Versuch durch die Welt zu reisen, dann kommt er zwar vom Spielbrett, der ist aber noch nicht ganz aus dem Spiel. Nämlich der kommt dann nach Valhalla, ja, da wo alle Wikinger natürlich hinwollen. Hat es endlich geschafft, juhu, aber am Ende des Zeitalters kommt er dann zurück. Und es ist so, dass man, es ist tatsächlich auch gar nichts Schlechtes zu sterben, weil man auch, ja, für den Tod Glory kriegt sozusagen. Und zwar in jedem Zeitalter ein bisschen mehr. Also wer es geschickt anstellt, erobert natürlich wahnsinnig viel, stirbt aber im richtigen Moment auch und erobert dann noch mehr und schafft dann aber mit einem großen Knall eigentlich am Ende mit lautem Getöse unterzugehen und Glory, Glory, Glory einzusacken. Eine Kartenart habe ich noch nicht erzählt, weil sie auch tatsächlich gar nicht so häufig zu finden ist. Dafür freut man sich wahrscheinlich umso mehr, wenn man einen in die Finger kriegt, nämlich Monster Upgrades. Ich habe am Anfang schon davon geredet. Ich habe hier noch diese Base, extra Bases. Und wenn ich dann so ein Monster Upgrade in die Hand bekomme, dann kann ich mit ein bisschen Glück dann halt hier diesen Evil LeChuck beschwören. Und der kämpft dann für mich. Nachdem wir dann die Geschenke der Götter verteilt haben, also diese kleine Mini-Drafting-Phase am Anfang jedes Zeitalters, bis jeder Spieler 6 Karten hat, kommt der Hauptkern des Spiels, die Action-Phase, also wo wir einfach unsere Aktionen reihum auswählen. Und es funktioniert so, dass wir hier auf unserem Clan-Track eine Rage-Leiste haben. Und Rage ist die Währung, mit der Wikinger bezahlen. Also gehen zum Bäcker, ich hätte gern 2 Brötchen. Ja, ein Rage bitte. Das ist die Währung, mit der wir zahlen, und die korrespondiert natürlich, ich habe hier diese 3 Hauptwerte, wie ich schon erwähnt habe, Rage, Axes und Horns, und Rage ist eben wichtig dafür, wie viel ich machen kann. Oh, hier sieht man mal das
klaren Tableau mit allen wichtigen Informationen. Hier eben der Anführer mit der Spezialfähigkeit in Waits for Free. Das haben alle Anführer. Links davon der Slot, wo ich dann eben die Upgrades für die Anführer hinlege. Hier habe ich 3 Slots für Clan Upgrades. Hier sieht man nochmal sein Schiff. Hier ist ein Platz eben für Schiff-Upgrades, die man hier hinlegt. Außerdem haben wir hier Monster-Upgrade, wenn man das Glück hat, da Monster in die Hand zu bekommen. Hier unten nochmal Übersicht über die möglichen Actions. Hier der Standardkrieger und hier auch nochmal ein Slot für Upgrade. Ganz wichtig, der Rage-Track. Rage ist eben die Währung, mit der ich fast alles hier, alle meine Aktionen bezahlen muss. Hier unten sieht man, die Rage-Leistung korrespondiert natürlich damit. Hier heißt, at the start of each round kriege ich Rage. Wenn ich es also schaffe, im Zeitalter 1 zum Beispiel auf 8 zu kommen, dann würde ich am Ende des Zeitalters und vor dem zweiten Zeitalter hochschieben und dann mit 8 Rage anfangen und kann dann in der Runde natürlich mehr machen. Mindestens genauso wichtig ist natürlich hier die Aces, weil je mehr ich davon habe, desto mehr Glory kriege ich dafür, wenn ich einen Kampf gewinne. Also am Anfang sind es 3, aber es sieht auch, wenn ich das jetzt wirklich hier ganz hochschraube, dann kriege ich hier 8 Glory für jeden Kampf. Und nicht nur das, hier oben ist noch versteckt. Wenn man es hier so ganz hoch treibt, das kennen wir vielleicht aus Eclipse und ähnlichen Spielen, dann kriege ich hier, werde ich nochmal mit plus 20 Glory belohnt, wenn ich es auf die beiden Felder schaffen würde, immerhin mit plus 10. Und tatsächlich ist der dritte Wert nicht minder spannend. Die Horns bedeuten nämlich, wie viele Figuren ich überhaupt auf dem Feld haben darf. Ist tatsächlich ganz wichtig, habe ich noch nicht drüber gesprochen, aber ich darf immer nur so viele Figuren auf dem Feld haben, wie die Zahl hier. Also am Anfang mit 4. Und wenn ich da noch mehr invaden will, dann muss ich auch erstmal an meinen Horns arbeiten. Man sieht hier unten auf seinem Spielertableau die Aktionen, die möglich sind. Erstmal invade. Invade bedeutet, ich möchte eine Figur von meiner Reserve auf den Spielplan bringen. Da ist ja am Anfang noch niemand. Ich muss ja irgendwie mal dahin. Und dann stelle ich sie in eine von diesen Provinzen. Auf so einen Kreis. Das bedeutet, ich kann nicht, wenn ich eine Figur ins Spiel bringe, jetzt direkt zum Weltenbaum. Juhu, hurra, ich bin in Yggdrasil. Sondern ich müsste erstmal in eine dieser umliegenden Regionen mit Invade hinein. Und wichtig dabei ist, wie viel kostet das? Das ist unterschiedlich. Es kostet so viel Rage wie die Strength, also die Stärke der Figur ist. Diese ganz normalen Kriegerchen hier, die kosten 1. Der Anführer, den jeder hat, der kostet 3, hat aber auch eine Spezialfähigkeit und ein Schiff kostet 2. Ja, dann kann ich als zweite Aktion marschieren, Ragekosten von 1. Da kann ich dann beliebig viele Figuren von einer Region in eine andere Region bewegen. Ganz wichtig, die Regionen müssen nicht angrenzend sein. Das ist einfach nur eine Reise innerhalb des Landes. Ich kann auch von hier nach da gehen. Es muss natürlich irgendwie Platz für mich geben. Dann kann ich Upgrades machen. Sind die Rage-Kosten auch abhängig davon, von der Strength-Wert, was auf der Karte draufsteht. Also natürlich irgendwie ein mächtiges Upgrade ist dann teurer als ein schwächeres Upgrade. Dann würde ich die hier auf meine Slots hier verteilen vom Clan-Upgrade oder aber auch ein Leader-Upgrade. Also es gibt auch Upgrade-Karten für meinen Anführer oder Upgrade-Karten für meine Krieger, die halt entsprechend in bestimmten Dingen verbessern und natürlich auch unterschiedlich viel kosten. Dann kann ich eine Quest platzieren auf meinem Spielertableau. Das ist tatsächlich kostenlos, kostet keine Rage-Kosten. Aber ganz wichtig ist, kostenlos kostet zwar nichts, aber ich muss trotzdem noch Rage haben. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es ist eben, ich kann jetzt nicht meine ganze Rage ausgeben, dann bin ich eigentlich auf 0. Das bedeutet, das Ende der Runde ist für mich erreicht und jetzt sage ich, nee, ich möchte aber jetzt noch ein paar Quests dahin legen. Sondern das muss man dann schon irgendwie vorher einplanen. Wenn man auf 0 angekommen ist, steht auch nochmal drauf, no action. Wenn man da unten ist, egal, auch wenn es nichts kostet, man darf jetzt nichts mehr machen. Man muss das irgendwie vorher timen, dass man auch diese Gratis-Dinger eben, ja, Gratis-Aktionen macht, während man noch Rage hat, obwohl sie nichts kosten. Dann die letzte Aktion, aber natürlich nicht die unwichtigste, Pillage. Die Rage-Kosten sind erstmal for free und jetzt geht es darum, ich möchte in der Provinz, in der ich vertreten bin, die möchte ich jetzt quasi, bisher stehe ich da nur gemütlich und bedrohlich rum, aber jetzt möchte ich auch die Waffen zücken und quasi hier ordentlich Gemetzel anrichten. Und das mache ich mit Pillage und dann geht es eben darum, bin ich hier alleine? Wenn ich alleine bin, kein Problem, dann habe ich das Land erobert. Wenn ich aber nicht alleine bin, was vermutlich die Regel ist, dann kommt es zu einem Kampf mit meinen Kontrahenten. Und erstaunlicherweise wird er tatsächlich nicht mit Würfeln ausgeführt, sondern man zählt dann seine Strengths von den Figuren, die da stehen, zusammen, plus eventuell auf Upgrade-Karten verteilte Sachen, plus eine Karte, die man aus seiner Hand spielt. Wenn man da jetzt so eine Battle-Card spielt,
man ist nicht gezwungen, so eine Kampfkarte zu spielen, dann würde die natürlich gegebenenfalls nochmal die Stärke erhöhen und mein Gegenüber weiß natürlich nicht, um wie viel, ist halt klar, was wird der jetzt spielen, wie viel muss ich spielen, um da auf Nummer sicher zu gehen, oder wird mein Gegenüber vielleicht sogar, will mein Gegenüber vielleicht sogar den Kampf gar nicht gewinnen, sondern legt da irgendeine unsinnige Karte hin, mit der er den Kampf auf jeden Fall verliert, um dann nach Valhalla zu kommen. Wenn ich davon ausgehe, der das vorhat, dann würde ich auch mit einer sehr schwachen Karte gewinnen. Und solche Überlegungen kann man da halt anstellen. Weil es ist so, nur der Gewinner muss dann die Karten im Prinzip abgeben. Der Verlierer, der stirbt einfach nur. Vielleicht hat er das ja sogar gewollt, darf aber dafür seine coolen Karten behalten. Also er hat quasi auch nur zum Bluff vielleicht eine Karte hingelegt, eine ganz andere, also eine Upgrade-Karte einfach hingelegt, dann denkt der andere, ah, okay, Battle-Card, aber in Wahrheit, ah, nee, war nur Fake, ich habe da gar nichts hingelegt, die nehme ich wieder zurück, alle sterben und du hast gewonnen. Glückwunsch. Und vielleicht ärgert sich der andere, weil er wollte gar nicht gewinnen, er wollte auch sterben. Naja, das Erobern ist natürlich schon auch wichtig, weil, wie gesagt, ich kriege ja hier Tokens und. Das war jetzt ein grober Überblick über das Spiel. Wir haben es auch nur erklärt bekommen, ein bisschen angespielt, noch nicht wirklich gespielt. Es interessiert mich auf jeden Fall. Es ist irgendwie diese spannende Mischung aus Area Control und ja, das Sterben, dass es halt diesen Twist mit dem Sterben gibt, finde ich tatsächlich sehr originell. Also nicht wie in allen anderen Spielen, oh, ich habe schlecht gewürfelt, ich bin tot und finde es immer kacke, sondern hier halt, erstens, es gibt keine Würfel, sondern ich überlege wirklich ganz gezielt, wie viel möchte ich hier aufwenden, habe ich eine Chance zu gewinnen oder will ich sogar bewusst irgendwie 3 Krieger da nach Valhalla schicken, um dafür dann am Ende der Runde für die Toten in Valhalla Glory einzusacken. Tatsächlich spannend. Es wird vielleicht manche überraschen, dass es halt eben nicht so ein Zombie-Side-Ding ist, wo wir jetzt hier mit Wikingern und immer mehr Ausrüstungskarten und hacken uns durch Monsterwellen durch. Das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist im Kern, das muss man einfach bedenken, ein Area-Control-Game. Ein originelles, mit vielen Elementen, mit vielen Möglichkeiten, mit einem originellen Sterbetwist, sage ich jetzt einfach mal so. Aber im Kern halt ein Area-Control-Spiel und kein Wikinger-Dungeon-Crawler oder sowas. Das solltet ihr euch nur klar machen, bevor ihr hier auf Blood Rage stürzt, dass es da keine enttäuschten Gesichter gibt. Aber ich sag, es ist mit Sicherheit ein ziemlich geiles Area-Control-Spiel und ich freue mich jetzt drauf, Hunter und seinem Raven-Clan den Hintern zu versohlen.